Recht herzlich willkommen zur 61. Folge von Towns, die zweite Staffel. Ja, sind wir drinnen in unserem Spielchen. Warum ist Pause? Keinen blassen Schimmer. Aber ist jetzt auch egal, lassen wir laufen. Passt schon. Wir haben hier oben das Loch, das wird auch gerade schon gestopft. Da fehlen nur noch drei Steine, ne, vier fehlen. Zwei noch. Dann ist es zu, da kommen auch die zwei. Dann können wir auch gleich schon die nächsten in Auftrag geben. Sind drei rein, dann machen wir erst nur zwei. Und ich glaube das, ja, sieht gut aus. Okay, das ist gut. Die Bäckerei hat ja ein Dach drauf. Das ist also auch gut. Hier haben wir jetzt auch ein normales Dach gemacht. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, wie wir hier weiter handhaben. Lagerraum ist schon vorhanden. Hier hinten haben wir auch ein Dach drüber. Hier können wir auch zumachen. Da noch eine Reihe hin. Und geht die Reihe auch? Ich glaube schon, dass die Reihe geht, ne? Da werden Birnen transportiert. Okay, aber nicht da oben weg, oder? Vielleicht sollten wir da gerade mal einmal dran herziehen, damit wir das ganze Gemüse und Obst holen. Gemüse ist gut, ne? Ist alles Obst. Und da auch nochmal. Wie sieht es überhaupt mit Essen aus? Ein Brot, Äpfel und Birnen sind gerade nicht so viele, werden aber mehr, weil wir gerade ernten. Gut. Okay. Ich habe das gerade unten angeguckt, wie es da aussieht. Und da sieht es so aus. Dann passt das, oder? Ja, von dem Treppenhaus kann keiner hier rüberlaufen, ne? Da müssen wir noch eine andere Lösung finden dann, oder? Werden wir noch irgendwie hinkriegen, vielleicht hier lang dann noch einen Weg machen oder sowas. Schauen wir mal. Die laufen alle zum Ernten, das ist auch gut. Da schläft jemand. Das ist also schon in Auftrag gegeben. Lass uns gerade die andere Seite auch noch machen. Die muss dann so aussehen, damit guckt der eine nicht dem anderen in die Tür. Passt schon, ne? Na, hier kann man definitiv dann durchziehen, damit da keiner hinten vom Schlafzimmer rausfällt, ne? Scherz. Das machen wir aber auch hier so schön hin. Und da werden schon ohne Ende. Na, das ist falsch gelaufen. Ohne Ende werden da Klötzchen gebaut. Ja, hierfür. Ja, nur leider hier nichts, ne, was wir brauchen. Wir werden sehen. Sie sind gerade alle am Essen. Keine Ahnung was, aber Brot eigentlich nicht, sondern bestimmt Äpfel und Birnen, weil die sind reichlich da. Getreideproduktion ist jetzt nicht so beherrschend. Können wir gerade ins Essen reingucken. Da ganz oben. Haben wir da irgendwie was automatisiert eigentlich? Ja, haben wir. 15. 5. 5. Der Rest ist nicht. Ist hier irgendwas? Da ist gar nichts drin. Ach so, ne, Angeln wollte ich jetzt nicht. Das ist automatisiert.
Machen wir mal auf 10 hoch. Haben wir das hier noch, aber ohne irgendwelchen Erfolge momentan. Ach so, hier ist Backen, ne? Vielleicht schaffen sie es ja auch, Zähne zu machen dann jetzt. Ich glaube, wir können den Apfelkuchen verfrisieren und den Birnenkuchen. Wo ist der? Oh, das war Pear Pie. Banana. Und das Apple. Gut. Mal gucken, dass wir das hinkriegen, dass die was Besseres essen. Ja, gucken wir mal nach unten, nach dem Eisen, was damit passiert. Ob da überhaupt was passiert, ist ja auch noch so eine Frage. Wo waren wir da? Ich glaube hier. Und es ist noch nicht abgebaut. Interessant, ne? Tja. Jetzt würde ich mal vorschlagen, einfach hier 3 abzubauen. Gucken, ob das passiert, ne? Oder ob wir einen Eisenback haben. Haben wir da jetzt auch noch Eisen? Und das ist schon Kupfer. Tja. Kommt die denn hier runtergelaufen? Ist hier die Treppe weg? Dass das nicht geht? Ah, kann das sein? Lass uns doch mal hier gerade ein Baugerüst hinzaubern. Die Frage, ob das überhaupt klappt darunter, ne? Treppenmann bei Möbeln oder wie war das? Nee. Bei Werkzeugen. Gucken, was daraus wird. Bin mir jetzt auch nicht sicher. Aber eigentlich konnten die darunter, oder habe ich aus Versehen irgendwann mal irgendwas da kaputt gemacht? Hier kommt jetzt auch keiner vorbei. Guck mal, hier hinten ist einer, der kann da runterlaufen. Guck mal, da fehlt die Treppe, das ist das Problem. Und jetzt können sie hier nicht durch. Keine Ahnung, warum die Treppe da nicht mehr ist. Kann ich irgendwo hier eine neue bauen? Warte mal, hier müsste irgendwo was gehen, oder? Meine Leiter. Ja, das wäre hier. Da geht nichts. Hier kann ich jetzt nichts wegbauen. Ach so, ja, weil ich da... So, da hoch, hoch, hoch. Noch ein hoch. Hahaha.
meine Leiter machen wir da mal erstmal. Und da auch. Gucken, was sie schaffen. Spiel läuft noch. Keine Pause. Ist natürlich jetzt hier ein Raum. Dann machen wir mal einen hin. Auch geschafft dahin. Dann würde ich sagen, muss hier noch Erde weg. Kommt da einer? Okay. Das Tor im Mut. Und meine Leiter. Okay, jetzt kann er einen auch runter wohl und den wegmachen. Ja, ich habe nie gedacht, dass das passieren könnte. Aber irgendwie ist da die Leiter weggekommen. Und dadurch konnte ich wohl nicht runter, ne? Und jetzt laufen die alle überall irgendwo hin und ich weiß gar nicht, wo überall die hinlaufen. Aber irgendwas holen die wohl. Wo laufen die denn hin? Hier sind auch noch welche. Ach, da Rüstungsteile holen die sich wahrscheinlich, ne? So sieht's aus. Okay, ich glaube, dann haben wir irgendwo jetzt geschafft, das Problem zu lösen, warum wir kein Eisen gekriegt haben, ne? Ah, guck mal, hier gehen sie jetzt auch hoch. Alles gut dann, ne? Easy come, easy going, ne? Delete den. Und wenn der weg ist, bauen wir dann da eine Steintreppe hin. Naja. Jetzt ist ein Angriff da. Und wo ist er? Da oben und reichlich. Gut, aber sollte nicht das Problem sein. Wir haben ja sogar drei Soldaten. Laufen lassen und alles gut. So, was macht unsere Schmiede dann? Dann müsste die ja auch gleich fertig werden, oder? Ah, guck mal, da ist schon ein Speer produziert worden. Jetzt kommen wir ans Eisen dran, ne? Ja, siehst du, da war gerade einer da und der hat das gemacht und jetzt geht's dann wieder voran. Der Fehler war also ganz klar bautechnisch. So, und dann bedeutet das natürlich, dass wir sofort gucken müssen, dass wir Leute, die keine Klamotten haben, erstmal ausrüsten, ne? Da kommen schon die Feinde. Ich hoffe, die holen sich alle was. Und diese hier unten will ich hoffen, dass sie nicht früher sterben, wie der Angriff kommt, ne? Gar nicht drüber nachgedacht, dass da welche sein könnten, die noch keine Rüstung haben. Und eine Person hat es gerade erwischt, wie wir hörten. Natürlich nicht so gut hier. Guck, da geht's jetzt auch voran. Ja, Fehler gefunden, ne? Würde ich mal sagen. Gut. Kann passieren. Keine Ahnung wieso. Irgendein dummer Zufall war das.
Gut, okay, aber ich würde jetzt sagen, dann soll es für die Folge auch erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.